neue Ideen, neue Leidenschaften. Für herausragende Forschungsergebnisse und neue Erkenntnisse. Sie wären nicht denkbar ohne die Möglichmacher im DLR. Ich würde gerne auf der Kurzarmzentrifuge fahren, weil das Vergnügen hatte ich noch nicht gehabt. Ich sitze zwar am Gashebel von der Zentrifuge, aber war selber noch nicht drauf. Mein Name ist Guido Petrat, bin seit 25 Jahren im DLR. Meine Aufgabe ist, die Kurzarmzentrifuge zu betreiben hier am Standort Köln. Also Hobbys habe ich viele, hauptsächlich alles mit Technik. Und eins dieser Hobbys ist natürlich das Auto. Ja, und das ist dann so meine Leidenschaft. An dem Fahrzeug kann ich viel improvisieren. Und das muss ich auch teilweise halt in meinem Job auch machen. Ich war früher selber Versuchskaninchen. Dann war ich der Experimentator. Und jetzt stelle ich dem Experimentator die Maschine zur Verfügung. Der Job macht mir sehr viel Spaß. Ich denke mal, wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken? Ich bin schon mein eigener Chef. Das Ziel ist es, halt den Wissenschaftler zu bedienen, damit er zum Schluss seine Studie erfolgreich durchführen kann. Ich bin ein Möglichmacher, denn letztendlich ermögliche ich es den Wissenschaftlern hier auf der Zentrifuge, ihre Geräte unterzubringen. Und ich mache möglich, dass die Leute diese Messungen machen können. Das ist schon auch eine Belastung für den Menschen, weil es ist eine Humanzentrifuge. Sie ist für den Menschen gebaut. Das heißt, der Mensch darauf wird untersucht, was diese Beschleunigung an ihm bewirkt. Ich habe schon einen reellen Traum. Also ein Hobby sind ja die Fahrzeuge oder das Fahrzeug. Ich habe viel Elektronik, nur momentan stapelt sich alles zu Hause. Ich träume eigentlich von einem Häuschen, wo ich das letztendlich dann für mich verwirklichen kann. Das ist ein Chevrolet Blazer. Natürlich, die haben einen gewissen martialischen Ausdruck, ganz klar. Die sind breit, wuchtig, aber ohne jetzt irgendwo matschhaft drüber zu kommen. Ein Katastrophenszenario. Hochwasser hat das Gebiet um den Tankumsee bei Gifhorn überflutet. Das DLR-Forschungsflugzeug D-Code steigt auf. Im EU-Projekt Driver werden Technologien für das Krisenmanagement getestet. Das Hochwasser existiert nur digital im Validierungszentrum Luftverkehr des DLR. Die Menschen im See jedoch sind real, junge Wissenschaftler. Im Katastrophenzentrum treffen hochaufgelöste Luftbildaufnahmen des Forschungsflugzeuges ein, Situationsbilder in Echtzeit. Das Kamerasystem der DO228 kann 80 Quadratkilometer in 2 Minuten erfassen. Rettungskräfte sind so auch an schwer zugänglichen Stellen schneller vor Ort. Schwerelosigkeit, sie ist für viele Experimente von Bedeutung. Optimale Testbedingungen finden Wissenschaftler aus der ganzen Welt bei der mobilen Raketenbasis Moraba. In den vergangenen Jahren haben die Höhenforschungsraketen schon zahlreiche Versuche in den Himmel befördert. Vorbereitungen für die jährliche Marfors-Mission im Juni 2015 auf dem schwedischen Raketenstartplatz Esrange. Mit an Bord 4 Experimente aus der Materialphysik und der Biologie von DLR-Instituten. Marfois 5 wird in einer Höhe von 250 Kilometern aufsteigen. In der 6-minütigen Phase der Schwerelosigkeit reagieren Pflanzen auf die fehlende Erdanziehungskraft. 2500 Stahlkugeln kollidieren miteinander.
Metallproben werden im Flug geröntgt und mit einem Laser geschmolzen. Dank der Mission können die Ergebnisse der Tests die Forschung entscheidend vorantreiben. Nach nur 15 Minuten landet Marfors am Fallschirm nördlich des Polarkreises. Letzte Reisevorbereitungen auf dem Weg ins Innere eines Planeten. Ziel: der Mars. 2016 soll die NASA-Mission InSight auf dem roten Planeten landen. Mit im Gepäck des Landers die Wärmeflusssonde Heat Flow and Physical Properties Package, kurz HP3. HP3 wird sich bis zu 5 Meter tief in den Marsboden bohren und dessen Eigenschaften erforschen. Im Rheinraum bereiten Wissenschaftler des Instituts für Planetenforschung im DLR Berlin sorgfältig das von ihnen entwickelte Instrument auf die Reise vor. Sicher und steril verpackt geht HP3 nach Lockheed Martin in Denver, wo das Instrument auf dem Lander angebracht wird. Sieht sehr cool aus, ne? Wenn so ein Schwung richtig schön ausgeführt ist, in der Linie gerade, dann hat das schon was. Mein Name ist Petra Georgi und ich leite im DLR die Abteilung Projektmanagement Support. Ich bin eine Möglichmacherin. Wenn man den Schwung anfängt, muss man ihn auch zu Ende führen. Und das ist bei der Arbeit eben auch so. Das Tolle an meinem Job ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich schon machen kann, was ich will. Was ja nicht stimmt, ne? Sondern das sind ja Prozesse, die abgearbeitet werden müssen. Aber die geben uns oder mir so viele Freiheitsgrade in drin zu gestalten, dass eben hinterher ein gutes Ergebnis rauskommt. Deshalb haben wir auch das Format gewählt. Wir machen all die Sachen, die sexy und neu sind und komplex, die eben Anspruch mit sich bringen. Meine Arbeit ist, dass ich Wissenschaftlern und Technikern, Ingenieuren helfe, Drittmittelprojekte zu akquirieren und dann zum Schluss auch durchzuführen und erfolgreich abzuwickeln. Ich brauche Anspruch, ich brauche Herausforderung, ich brauche Bewegung, ne, auch im Kopf vor allen Dingen. Ich fühle mich sehr wohl im DLR. Das ist ja, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, könnte ich auch nicht so arbeiten. So? Ja, ne? Der ist ja auch schön, oder? Nee, wenn dann so. Wenn ich hier in OP bin oder in Weilheim, nutze ich die Gelegenheit und fahre mit meiner guten Freundin immer noch mal Schals kaufen bei Cudello. Das ist einfach nur, dieser Laden ist einfach nur ganz toll. Die haben ganz viele Schals und da kann man sich stundenlang austoben und hinterher geht man mit 2 Beuteln raus. Die Akte, das ist tatsächlich das Arbeitsmittel. Da ist alles das drin, was nicht im Rechner steckt. Im Rechner steckt eigentlich das meiste. Aber irgendwie hat man doch irgendwie immer ein paar Zettel, Schmierzettel, irgendwas, worin man blättern muss, um eben auch ganz wichtig auszusehen in der Vertragsverhandlung. Und das ist eben dann die Akte. Eigentlich geht's auch ohne, aber mit Papier ist schöner. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben im Moment, so wie es ist. Es ist wirklich gut. Der Job ist sehr interessant, genauso viel Stress, wie ich brauche, um eben auch Leistung abzuliefern. Das passt alles super gut. Hier in Bonn fühle ich mich wohl. Bonn ist auch so ein bisschen wie meine Heimatstadt Dresden, ne? Ein bisschen spießig und riecht nicht auf. Und zum Schluss passt alles im Moment. Im Juni 2015 stehen ungewöhnliche Hubschrauberflüge an. Wissenschaftler der DLR-Institute für Aerodynamik und Strömungstechnik, für Flugsystemtechnik und für Flugführung haben im Rahmen des europäischen Clean Sky-Projekts Green Rotorcraft ein lärmarmes Anflugverfahren entwickelt.
Der Forschungshubschrauber EC-135 FHS startet nach Magdeburg-Kochstedt. Am dortigen Flughafen sind 20 Mikrofone verteilt, die jede Lärmminderung registrieren. Das Anflugverfahren soll Anwohner von Hubschrauberlandeplätzen deutlich entlasten. Outer Space, Faszination Weltraum. Eine interdisziplinäre Weltraumausstellung mit dem DLR als wissenschaftlichem Kooperationspartner ist von Oktober 2014 bis Februar 2015 in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Outer Space zeigt mehr als 300 Exponate aus Deutschland, Europa und den USA. Denn seit Menschengedenken ist der Weltraum Sehnsuchtsort und Projektionsfläche. Philosophen und Naturwissenschaftler, Literaten, Filmemacher, bildende Künstler und Visionäre haben sich mit den unendlichen Weiten des Universums beschäftigt. Mehr als 130.000 Besucher sind begeistert. Vom Kanzler-Airbus zum Parabelflugzeug. Seit dem 5. Mai 2015 ist der Airbus A310 Zero-G als europaweit einziges Parabelflugzeug für schwerelose Forschung im Einsatz. Der Airbus war als VIP-Maschine Konrad Adenauer bis 2011 für Reisen und Staatsbesuche von Bundeskanzlern und Bundesministern im Einsatz. Genau 25 Jahre nach der Erstzulassung wurde das Flugzeug an den neuen Eigner Novespace mit Sitz in Bordeaux übergeben und zum Parabelflugzeug umgebaut. Auch das DLR nutzt das ehemalige deutsche Regierungsflugzeug für Forschung in 0G. Hier ist ein Ort für mich, wo ich abschalten kann, wo ich mich entspannen kann, wo ich auch mal auf neue Ideen komme, mir neue Ziele setzen kann. Dazu ist diese Ruhe und diese Idylle, dafür ist es da. Hier oben ist meine Heimat. Mein Name ist Thomas Scherwenke. Ich bin 42 Jahre alt und Teamleiter der Wirtschaftsbetriebe in Stuttgart. Und bekoche hier jeden Tag 240 Leute. Ich koche Masse und ich möchte Masse gut kochen. Alles Mini hier. Das ist meine kleine Puppenküche. Das ist eine Kantine, die für 80 Essen eigentlich ausgelegt ist. Im Schnitt machen wir es dreifache plus Catering. 6:30 beginnt mein Arbeitstag. Morgens erstmal gemütlich noch einen Kaffee trinken, den Tag so langsam mal durchgehen und dann ab, ich sag mal, 6:45 heißt das für mich Vollgas. Und Vollgas bis 1:30, 2 geht's dann voll durch. Klappe zu. Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich platt. Moni, was ich jetzt brauche, ist Teller. Habt ihr dort vorne schon mal Spätzle drin? Bevor es Mittagsgeschäft losgeht, mach den Arbeitsplatz da oben mal bitte sauber. Kusch, kusch, kusch. Ein Koch muss auch ein Kommandant sein? Ja, ich bin ein Kommandant. Also in der Küche, es gibt bei mir klare Ansagen. Ich habe klare Vorstellungen, wie gewisse Sachen umgesetzt werden. Und genau so werden sie auch umgesetzt. Und ich möchte auch so, dass sie umgesetzt werden. Ich bin stolz drauf, aus den Möglichkeiten, die ich hier hatte und die hier gegeben sind, das Maximalste rauszuholen. Und das Maximalste ist jetzt erreicht. Gut, TK, 2,5 Kilo. Rama Creme Fien. 2 Päckles. Um den Platz.
was wir benötigen, ist wirklich die nächsten Jahre unbedingt eine Vergrößerung der Sitzplätze und der Küche. Es gibt hier viele Möglichkeiten und von den Freiheiten her bin ich beim DLR super aufgehoben. Es ist keiner, der mir jetzt irgendwo große Vorgaben gibt. Es gibt Richtlinien, an die ich mich halten muss. Aber was die Essensgestaltung angeht, da hast du es, ich sag mal, als Kantinenleiter doch, du hast einen guten Stand, allgemein. Wenn ich in Stuttgart bin, ich vermisse das Meer. Wenn du am Strand spazieren gehst, du kriegst den Kopf auch frei. Du blickst in die Unendlichkeit des Meeres. Das macht Spaß, das ist schön. Flughafen Keflavík auf Island. Im April 2015 ist die Falcon des DLR mit dem NASA-Forschungsflugzeug DC-8 rund um Island und Grönland auf gemeinsamer Mission. In der Wetterküche Europas, wo kalte Luftmassen aus polaren Regionen auf warme Luftmassen treffen, können sich kleine Anomalien zu ganzen Wettersystemen, den berühmten Island-Tiefs, entwickeln. Wissenschaftler des DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre erproben bei den Flügen die lasergestützte Messtechnik LIDAR, die ab 2017 auf der ESA-Satellitenmission ADM Aeolus ein neues Kapitel des Windmonitorings aus dem All aufschlagen soll. Keramikpartikel. Sie sind für CENTREC vorgesehen, einem Strahlungsempfänger, der im Institut für Solarforschung im DLR in Stuttgart entwickelt wurde. CENTREC, eine riesige, drehende Trommel, ähnelt der einer Waschmaschine, in dem sich die ca. 1 mm großen Keramikpartikel aufheizen. Der innovative Receiver soll auf der Spitze eines Solarturms angebracht werden, dort wo Sonnenstrahlen Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius erzeugen können. Die heißen Keramikteilchen purzeln dann schräg nach unten, um zum Beispiel die Dampfturbine eines Kraftwerks anzutreiben. Nördlich des Polarkreises. Jede Rakete ein Unikat. Studenten bei der Startvorbereitung von Experimentalraketen in Esrange in Nordschweden. Die Raketen tragen die Namen Dekan, Faust und Heros. Entwickelt, konstruiert und gebaut haben sie Teams der TU Berlin, der TU Braunschweig und der Universität Stuttgart. Ziel des vom DLR Raumfahrtmanagement geleiteten Studentenprogramms ist es, den Teilnehmern bereits während des Studiums erste Erfahrungen mit einem echten Raumfahrtprojekt zu ermöglichen. Wenn ich ausreite mit dem Pferd, man denkt an nichts mehr, was auf Arbeit war, sondern einfach nur noch den Kopf frei bekommen. Ich bin in der Regel die Erste, die morgens bei uns im Institut eintrifft. Und ich finde es auch sehr angenehm, einfach noch die Ruhe zu genießen. Ja, mein Name ist Katrin Kaus. Ich arbeite im DLR in Braunschweig im Institut Faserverbundleichtbau und Adaptronik. Wir bauen Testbauteile für Flugzeuge. Ich bin zuständig für die Fertigung der Bauteile von A bis Z. Also bei mir ist es schon so, dass viele Leute zu mir kommen und fragen, wie irgendwas gemacht wird. Ich sehe mich als Möglichmacher
man setzt die Sachen von den Wissenschaftlern um. Entweder müssen sie ihre Ergebnisse selbst irgendwie fertigen oder ihre Bauteile bauen. Natürlich haben die Wissenschaftler nicht so die Ausbildung dafür, deswegen ist es schon besser, wenn wir das für sie machen. Es gibt Tage und Wochen, wo es echt auch mal drunter und drüber geht. Ich habe meine Ausbildung angefangen im DLR und war dann zwischenzeitlich mal woanders und habe gesehen, wie es in der Industrie laufen kann und bin eigentlich sehr froh, wieder im DLR gelandet zu sein und finde, das DLR ist auf jeden Fall ein guter Arbeitgeber. Wenn es ein stressiger Tag auf Arbeit ist, bin ich froh, nach der Arbeit so ein Hobby zu haben und zu meinem Pferd fahren zu können, um den stressigen Tag wieder auszugleichen. Ich bin gar nicht so pferdekrank, wie man das vielleicht von anderen Pferdeverrückten kennt. Also für mich ist es einfach die Ruhe im Stall wichtig, mit dem Pferd zusammen. Mission OMO – Oxidation Mechanism Observations. DLR-Atmosphärenforscher wollen den Einfluss des Monsuns auf die großräumige Verteilung von Luftverunreinigungen und auf die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre mit Hilfe aufwendiger Messflüge besser verstehen. Juli 2015. Das Forschungsflugzeug HALO ist auf Flüge mit einer Reichweite von bis zu 8000 Kilometern und einer Flughöhe bis zu 15 Kilometern ausgelegt. Für 5 Wochen stehen Messflüge über der Arabischen See, dem Indischen Ozean, dem Golf von Bengalen an. Auf dem Weg in den asiatischen Sommermonsun. Arktische Herausforderungen über eisigen Landschaften. Arctic 15 führt Wissenschaftler des DLR und der ETH Zürich im April 2015 nach Grönland. Für eine 6-wöchige Mission bei Außentemperaturen bis minus 26 Grad. Ausgerüstet mit Transportschlitten machen sich Radarentwickler auf, spezielle Reflektoren aufzustellen. Ein neues Radarsystem, entwickelt vom Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme in Oberpfaffenhofen, soll Einblicke tief ins Innere von Gletscherschichten liefern und damit Klimamodelle verbessern. Ich möchte im DLR wahrgenommen werden wie ein ganz normaler Mitarbeiter. Nicht, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder weil ich aus einer anderen Region stamme. Aber das ist auch so die Realität. So werde ich auch wirklich von meinen Vorgesetzten und von meinen Kollegen und Mitarbeitern wahrgenommen. Und darüber bin ich sehr glücklich. Mein Name ist Gaben Kwebianu. Meine Aufgabe besteht darin, die Klimakompetenzzentren vom BMBF in Afrika zu betreuen und die Zusammenarbeit zwischen BMBF und Afrika möglich zu machen. Meine Vorstellung ist, dass wir jetzt das Gebäude komprimieren. WASCAL und SASCAL sind Projekte vom BMBF. Wir Projektträger vom DLR sind zuständig für die Umsetzung dieses Vorhabens in 15 afrikanischen Partnerländern. Ich habe mehrere Fächer studiert. Ich bin jemand, der gerne verschiedene Aufgaben übernimmt. Es macht mir Spaß, Herausforderungen zu bestehen und fühle mich sehr wohl und glücklich dabei. Wenn jemand mir in meinem Leben eine Chance gibt, ich denke nicht zweimal darüber nach. Ich greife zu und auch sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben, wenn diese Chance kommt, dann bin ich sofort weg. Aber diesmal bleibe ich beim DLR. Ich bleibe lange, weil DLR ein guter Arbeitgeber ist. 2007 hat die Bundeskanzlerin gesagt, wir sollen Afrika nicht mehr nutzen als Plattform für unsere Forschungsarbeiten, sondern mit Afrika zusammenarbeiten,
und Projekte mit Afrika konzipieren und umsetzen. Und der Anspruch von BMBF ist, auf dem Gebiet nicht nur mit den Stärksten der Welt zusammenzuarbeiten, sondern auch mit den Schwächeren, wo er auch die Auswirkungen des Klimawandels am meisten zu spüren sind. Ich bin in ganz anderen Verhältnissen geboren, in Togo, und habe mich ein bisschen hochgearbeitet und möchte am Ende meines Lebens sagen, ja, ich habe es geschafft, ich habe alle meine Vorstellungen dann erfüllt und ich habe ein schönes Leben gehabt. Mit der Finanzierung wollen wir jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, hier eine Karriereoption zu haben und nicht auf die Idee zu kommen, auszuwandern nach Europa oder in die USA. Ja, die Studenten sind in dem Fach Geografie ausgebildet worden mit Schwerpunkt Klimawandel und zivile Sicherheit. Also ich bin ein glücklicher Mensch, ich fühle mich wohl und wenn ich gut drauf bin, dann spürt man das auch.